Google ist weiter auf dem Vormarsch. Der Internetriese hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg um 19% auf rund 14 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um 17% auf 3,2 Milliarden. Trotzdem waren Analysten und Anleger mit dem Abschneiden nicht zufrieden. Die Märkte hatten im Vorfeld mit noch besseren Zahlen gerechnet. Außerdem sorgen sich Experten um den Niedergang bei den Anzeigenpreisen im Online-Bereich. Die könnten durch den Handyboom kaputt gemacht werden. Eine weitere Baustelle ist Motorola. Die Handytochter hat einen größeren Verlust geschrieben als vor einem Jahr. Trotzdem ist Google-Konkurrenten Yahoo ein ganzes Stück voraus. Gerade auf dem umkämpften Werbemarkt ist man der unangefochtene Marktführer. Umkämpft ist auch die Computerbranche. Das hat Microsoft im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres zu spüren bekommen. Eine Rabattaktion auf Tablet-Computer hat dem Konzern eine Sonderbelastung von 900 Millionen Dollar beschert. Die Gewinnerwartungen der Analysten hat Microsoft deswegen nicht erfüllen können. Unter dem Strich standen zwar fast 5 Milliarden Dollar und ein Umsatzwachstum von 10%. Die Prognosen hat Microsoft damit allerdings verfehlt. Ohnehin zeigt sich, dass die IT-Konzerne mit einem schwierigen Marktumfeld kämpfen müssen. Auch Microsoft und Google werden sich in Zukunft mächtig anstrengen müssen, um weiter voranzukommen.